Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock: Labyrinth of Lies. Jo, ich will mich jetzt selber umbringen, indem ich einfach nochmal zurückgehe in die Super Blitzröhre. Weil ich da scheinbar ein Secret vergessen habe, was nicht unwichtig ist. Und ja, das hier habe ich geplündert. Gut, jetzt kann ich das mal wegmachen. Und zwar rede ich von dieser Kammer hier. Au. Hier ist auf jeden Fall der Blitzableiter nicht schlecht. Ach, du nervst jetzt gerade da an dieser Stelle ein bisschen. Gehen wir einfach hier rum. Spiel das Spiel von der anderen Seite. Komm hier rüber. Ah. Wie haben wir das hier nochmal aufgekriegt? Au. Ach so. Okay, mein Licht lässt nach. Hier sehe ich jetzt gerade keine Knöpfe, die ich drücken könnte. Das war, glaube ich, wirklich hier in dem Bereich. Das wird wehtun. Hat ein bisschen weh getan. So, will die Tür jetzt bitte aufgehen? Es geht nur die Tür zurück auf. Was zur Hölle?
Ja, ich würde schon gerne versuchen, dieses Schleimkurs zu werden. Ja, ich kann ihn gut hauen. Er trifft halt gerade nicht so gut. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie geht Cure Paralysis? Meinst du? Und ja, du hast einen Dolch, also benutzt den. Ups. Das ist jetzt weniger schön. Okay, Rückzug. Ich muss gucken bei ihm, wie ich nochmal das hier mache. Ja, und heilt sogar. Wie praktisch. Hast wurde deaktiviert. Die halten auch was aus, die Viecher, ey. Zehntausend geben sie aber. Rentiert sich also auf jeden Fall, die zu töten. Auch wenn es ein bisschen dauert. So, jetzt bin ich aber wenigstens eins von den Viechern los. Das heißt, ich kann mich um die anderen beiden, die hier rumschlurfen, auch noch irgendwie kümmern. Weil das Gute ist, sie sind nicht schnell. Das Schlechte ist, sie freezen und sie haben Elementarresistenz. Das heißt, er ist der Einzige im Augenblick, der ihnen Schaden machen kann. Weil ich habe ihren Bogen feuermagisch gemacht. Außer natürlich, ich benutze eine andere Waffe. Wie zum Beispiel den Starbolter. So, dafür brauchen wir allerdings noch entsprechende Munition. So. Jetzt eben das nächste große Rätsel, wie kommen wir da durch? Ah, das sind Druckplatten, die wir nicht so einfach betreten können. Hm. Ah, komm, Sesam, öffne dich.
Regeneration wieder an, das sollte helfen. Ernsthaft. So, jetzt kommen wir da durch. Ah. Au. Nicht auf diese Art und Weise. Ja. Oh. Ja. Die kannst du ruhig einfrieren, die bringt mir gerade nichts. Vielleicht hätte ich ein bisschen... Naja, das hat auch nicht viel gebracht. Au. Ja. Langsam könntest du halt mal sterben. So, dankeschön. Oh, das ist nicht so schön. Okay. Ja, sie hat keine Munition wieder mehr. Die machen ihm halt überhaupt keinen Schaden. Ja, du könntest auch langsam mal sterben. Das macht ihm auch keinen Schaden. Nicht wirklich. So, da muss ich das wieder machen. Also ja, das Vieh hat eine ziemlich üble Resistenz. Ja. Ich habe gerade das große Glück, dass es einfach sehr selten trifft. Ein Pfeil und die Wurfmesser. Ja. Hier sind alle möglichen Bolzen. Dann nimm mal die Bolzen, gib die Bolzen her.
Wenn ich dir das gebe, dann bist du auch noch nicht überladen. Okay. Ich muss ja jetzt wieder Energie regenerieren, ganz dringend.